Mein liebstes Fortbewegungsmittel. Ehrlicherweise in der Pandemie habe ich das eigene Auto sehr schätzen gelernt, weil man kann überall unabhängig hinfahren. Die Kindheitserlebnisse wurden wieder wahr, wenn man mit dem Auto langsam im Urlaub ankommt, langsam wieder zurückkommt und natürlich auch das dazugehörige Anhalten, Anschauen und Co. Also nach wie vor oder gerade deswegen das Auto. Mein erstes Auto war ein silberfarbener Golf 3, den mir mein Opa damals vererbt hat. Und ich bin ganz viele Jahre noch damit gefahren und auch sehr glücklich mit rumgefahren, bis er irgendwann glücklich und selig den Geist aufgab. Ein Auto ohne Lenkrad ist für mich eine spannende, aber auch irgendwie eine langweilige Vorstellung, weil ich schon gern hier irgendwie das Lenkrad in der Hand halte. Aber ich bin mir sicher, es wird irgendwas kommen, was das Lenkrad ersetzt. Und von daher bin ich gespannt, was da kommt. Mit Elon Musk würde ich gerne mal auf den Mond oder ins All fliegen und ihn auf dem Weg dorthin und hoffentlich auch wieder zurück ein bisschen nach seinen Motiven fragen, nach seinen Ideen, Visionen. Und ich gehe davon aus, dass es mit Sicherheit ein spannendes Gespräch werden würde. Die größte Entfernung, die ich je zurückgelegt habe. Es kommt auch immer auf das Fortbewegungsmittel an, aber wenn man mal jetzt in Kilometern rechnet, war das längste mit Sicherheit die Reise nach Hawaii, um meinem besten Freund in Amerika bei seiner Hochzeit beizustehen oder ihm zu unterstützen dabei. Auf den Mond schießen würde ich. Ehrlicherweise würde ich wahrscheinlich mich lieber selber mit meiner Familie irgendwann auf den Mond schießen, wenn sichergestellt ist, dass dort bessere Lebensbedingungen sind als dann auf der Erde oder wir zumindest ein Rückfahrticket wieder haben. Bevor ich sterbe, möchte ich Mit Sicherheit viel leben, viel erleben und einige schöne Länder noch sehen und neue Dinge entwickeln, gestalten. Das heißt, ich glaube an das Leben vor dem Tod und hoffe, dass es noch sehr lang ist. Turi 2 Edition. Inspiration für Meinungsmacherinnen.